Alles klar, Evans. Wir gehen nach Osten und zerstören alle möglichen Ziele. Dann treffen wir uns wie geplant mit dem Rest der Einheit. Sie gehen vor und ich unterstütze Sie mit der Bran. Ja, dann sind wir auch schon wieder zurück. Aber das ist ein ziemlich interessantes Sie gehen vor, wenn er einfach so mal... Alter! Leg dich hin. Müssen wir eigentlich da lang? Okay. Man spürt halt richtig schön, oder man sieht halt noch richtig schön die Verbindung zu Medal of Honor Allied Assault. Da wurden die Maps nämlich auch mit so Minengürteln begrenzt. Ich denke, Allied Assault werde ich auch nochmal spielen. Was quasi... oder letztendlich das COD... oder COD Open Beta ist. Von dem hier. Aua. Da gab es allerdings Health Packs. Aber die kann ich direkt mal wegwerfen. Ich möchte nämlich die haben. Was ist die Schmeißner? Also. Aua. Hilfsschütze. Okay. Alles klar, Alter. Ja, danke. Schon verstanden. Sie gehen vor und ich unterstütze sie mit der Brand. Dann unterstützt du mal. Wow. Wieso lebt denn der noch? Aber ist ja auch praktisch, dass, Wow. Wir die Karabiner haben. Ich hätte jetzt eigentlich davon... Da wäre davon ausgegangen, dass, die auch entweder die Springfield haben, die Engländer, oder hier die Enfield als Scharfschützengewehr, also mit Zieleinrichtung. Ah, das hier. So, die Schmeißner. Das? Von wo? Ah, da. Sonst noch jemand? Ohne Fahrschein? Ich wollte gerade sagen, da hinten ist doch was. Oder hat sich da gerade was bewegt? Na, jetzt wieder weiter mit den Minen. Karabiner. Ich finde es immer noch beknackt, dass sie nicht dieselbe Munition haben. Das war Medal of Honor, glaube ich, anders. Oder auch im nächsten Call of Duty. Weil das ergibt ja auch gar keinen Sinn. Es ist dasselbe Gewehr. Für meinen ist nur ein Zielfernrohr drauf. Ja, in dem Schützengraben möchte jeder liegen. Aber ich glaube, wenn man beschossen wird, ist einem jede Deckung recht. Ich drücke einfach mal die F5. Und speer hier rüber. Dass der Typ mit der Bran auch mal sofort umballern muss, ne? Vor allem sie gehen vor und er eröffnet das Feuer. Damit die anderen Jungs erstmal in Deckung rennen. Much smart. Much smart. Okay, verstanden. Danke, du mit deiner Bran. Ah, hier sind wir wieder. Stimmt, ich hatte hier gespeichert. Boah. Sergeant Waters, hör doch einfach mal auf, die Jungs zu ballern. Dann könnte ich vielleicht auch mal treffen. Nur so ein Gedanke.
brauchst du einiges, Kamerad. Ich meine, das Brutale an der Mosin ist ja, dass die denselben Zoom-Faktor hat, aber halt das komplette Magazin in einem durchlädt. Also einen kompletten Ladestreifen da reindrückt. Was hier ja eigentlich auch möglich sein sollte. Eigentlich. Dessen bin ich mir bewusst. Auf wen schießen jetzt schon wieder? Ja, okay. Au! Kann ich den Typ nicht umbringen? Kann ich den nicht einfach umbringen? Hier ist nämlich tierisch um Keks. Ich bin auch noch unsterblich, okay, verstanden. Ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass der Typ mir auf den Sack geht? Bin mir noch nicht sicher, ob das deutlich genug wurde. Okay. Nee, den kriegen wir nicht. Wenn ich richtig aus der Deckung rausgucke. Da war doch gerade was. Sonst noch jemand? Halt die Fresse. Evans, wir müssen diese Flak hochjagen. Los! Es war so klar. Direkt vor ihm steht einer. Aber er muss erstmal auf mich schießen. Weil ich bin auf die große Distanz und gar nicht in seine Richtung blickend. Die größere Bedrohung. Lebt er immer noch? Okay. Was ist denn da hinten noch was? Ah. Ich denke, das war's vorerst. Hast du noch eine Knarre? Die habe ich auch aufgesammelt. Einmal nochmal die F5 und sammeln uns hier nochmal die Sturmgewehre ein, die STGs 44. Also das Ding heißt entweder STG 44 für Sturmgewehr 44 oder halt MP 44. Weil es gab damals in dem Sinne auch keine Sturmgewehre, deswegen... Noch
wurde das Ding ursprünglich MP, glaube ich. Wurde das Ding, glaube ich, ursprünglich MP genannt und später STG. Ich brauche Deckung! Okay. Bündungsfeuer, nochmal, bitte. Ah, da. Komm schon. Bündungs-, also ich scheine den MG-Schützen getroffen zu haben. Jo, scheint der Fall zu sein. Was? Die ist voll? Wow, nice. In Deckung! Vor wem? Ah. Ah, ja, dann fortsetzen. Wo hänge ich hier gerade? Ah, da. Schießt da noch jemand? Ah. Ja, war. Zwei, und es ist da rechts noch irgendwo einer. Der Anhöhe hier muss er sein. Okay, hat er gerade umgenietet. Scheint soweit auch keiner mehr zu sein. Wow. Das hatte ich gerade gesagt, hier scheint keiner mehr zu sein, ne? Berühmte letzte Worte. Weiß ich doch. Warum schleppst du nicht die Munition, also die Sprengladung? Warum muss ich das machen? Dann wollen wir mal weiter. Tolle Show, Evans. Verdammt gute Arbeit. Damit könnten Sie Geld verdienen. Deutsche Kugeln wirken anscheinend nicht so gut auf gegen Deutsche. Ach, wir können ja auch noch rein in den Bunker, okay? Da steht noch einer. Bleib liegen. Vor allem, warum hast du dich hier hingestellt? Also hier vor, wenn du doch hier eine super Deckung hättest. Minen, Funkgerät, Bank. Munitionskisten. Das ist doch so fies, ne? Wenn sie versuchen, da reinzustürmen. Kommen wir da hoch? Tun wir. So, eine STG. Kisten, wo drauf steht, nicht werfen. Na, das sieht so aus, als müsste ich da jetzt nochmal reinsnipen. Naja, der Bunker scheint leer zu sein. Was Neues. Okay. Das ist eine Straße. Aber wieso ist da hinten niemand zu sehen? In dem Wachhäuschen sollte doch einer stehen. Und wieso ist die Schranke oben? Jetzt werden wir sofort sein dem wachhabenden Offizier melden und der soll dann mal seinen Jungs mal einen richtigen Einlauf verpassen. Oh. Hallo Jungs. Verdammt guter Mineneinsatz.
Keine Zeit für Pläuschen. Wir gehen jetzt nordwärts, um diese Raketen zu finden. Also dann mal los. Bewegung! Ja, dann finden wir mal die Raketen. Noch irgendwelche Leichen da drauf? Nee. Jetzt habe ich ja noch mehr von diesen bescheuerten Bots hier. Die Ziele ruinieren. Beziehungsweise die Trefferquote ruinieren zu mir. Ich will keine Bewegung, ich will Tote. Okay. Flankiere währenddessen mal. Na komm, dann. Danke. Noch jemand? War noch zwei oder habe ich beide erwischt? Nö, ich habe beide mit einem Schuss erwischt. Du warst immer gut. Das Einzige, was ich hier so ein bisschen vermisse, ist der Einsatz von so einer Mission, wo man halt sich eine Basis infiltrieren muss mit Schalldämpfer. Also sich als Nazi-Offizier ausgibt oder Wehrmachtsoffizier ausgibt und dann sich in so eine Raketenbasis hineinschleicht, um irgendwelche Pläne zu stehlen oder sowas. Wo es sehr aufs Timing ankommt und so weiter und so fort. So, seid ihr denn schon wieder am Ballern? Okay. Ah, da ist die V2. Feuer frei auf wen? Oder haben das meine eigenen Jungs gesagt? Ich sag ja, das ist ziemlich schwierig, das zu unterscheiden. Eigentlich sollten die mal Englisch sprechen. Fände ich cooler. Okay. Ist ja selten dämlich, wenn da das Idee ist, dahin zu rennen.